Hallihallo zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell kochen. Heute machen wir Bifteki. Das sind griechische Frikadellen, die mit Feta-Käse gefüllt sind. Dazu benötigen wir Hackfleisch, Feta-Käse, Salz und Pfeffer, ein Ei, Knoblauch, eine rote Zwiebel, Paprikapulver edelsüß, Oregano, etwas Öl und Paniermehl. Im ersten Schritt haben wir den Knoblauch und die Zwiebeln in kleine Würfel geschnitten. Zu dem Hackfleisch kommen auch gleich die Zwiebeln sowie der Knoblauch hinzu. Dann folgen eine gute Prise Oregano, Salz und Pfeffer. Schließlich geben wir noch ein Ei sowie einen Esslöffel Paniermehl hinzu. Alternativ zum Paniermehl tut es natürlich ein altes Brötchen auch. Jetzt kommt der etwas für manche sicherlich eklige Teil. Das Ganze muss jetzt miteinander vermengt werden. Aber nach ein paar Minuten ist auch das geschafft. Nun könnt ihr nach und nach das Hackfleisch zu Bällchen formen. Diese plättet ihr etwas, macht mit dem Finger eine kleine Grube und legt den Käse hinein. Dann verschließt ihr das Ganze wieder und formt das Hackfleisch wieder zu einem Bällchen. Ist diese Arbeit getan, könnt ihr sie in einer Pfanne bei mittlerer Hitze mit etwas Öl anbraten. Zwischendrin müssen die Frikadellen gewendet werden. Nach einer Backzeit von ca. 15 bis 20 Minuten sind sie dann auch fertig. Üblicherweise werden sie mit Tzatziki oder Tomatenreis serviert. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bon Appetit und bis bald. Tschüss!